Dedelic Entertainment presents. Du alte Memme, denkst du hast Probleme? Game bei Jan Müller-Michaelis. Der Herr Fichtelmann hat mitgemacht. Hören wir uns mal das Lied an. Sie hausten in Armut, umgeben von Schrott. Doch wo alles verloren schien, war einer geboren. Er war saustark und lässig, sein Haar saß perfekt. Und mit Großmut und Tapferkeit sprach er: Ich bin's leid, macht euren Mist mal allein, ich muss weg. Deponia. Jetzt ist das Play auf Zwergenfürst LP. Ja, und damit nochmal seid ihr gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Adler, zu einem neuen Part Deponia mit dem Zwergenfürst. Im letzten Part haben wir schon das Tutorial gespielt. In diesem Part, gehe ich direkt mal runter. Soweit wollte ich noch nicht vorangehen. Wir müssen uns erstmal hier die obere Etage gucken, überprüfen, auseinandernehmen. Nur es Müll. Läuft doch immer nur Müll im Fernsehen. Tja. Es läuft doch immer nur Müll im Fernsehen. Ja, nix außer Müll. Ein Kissen. Alles natürlich erstmal anfassen. Nanu, da lag ja eine Socke drunter. Das erklärt, warum ich in letzter Zeit immer nur Käse geträumt habe. Tja, kommt vor. Die Socke eingesteckt. Ein Koffer. Ah, da ist ja meine Liste. Mal gucken. Ich habe scheinbar fast alles, was ich brauche. Es fehlt nur noch etwas Proviant, die Zahnbürste, ein paar Socken und ein Seitenschneider. Ein Seitenschneider? Was zum... Naja, irgendetwas werde ich mir dabei schon gedacht haben. Irgendwofür werden wir das schon brauchen. Es fehlt nur noch etwas Proviant, der Seitenschneider, warum auch immer, die Zahnbürste, ein paar Socken und das war's. Aha, ein paar Socken haben wir doch schon mit dabei. Mal gucken. Es fehlt nur noch etwas Proviant, der Seitenschneider, warum auch immer, die Zahnbürste, ein paar Socken und das war's. Ja, musst du nicht nochmal dreimal wiederholen. Ja, zugemacht. Geöffnet. Zugemacht. Okay. Ein paar Socken können wir also noch nicht mit reintun. Ach, nicht so schnell, der Rufus, nicht so schnell. Hier haben wir noch ein bisschen was zum Gucken. Alte Fluchtpläne. Ach, meine alten Fluchtpläne. Einige davon waren nicht übel. Tja. Ach, mein Rufus, nein. Nicht so schnell, du bist immer so voreilig hier. Das war eigentlich kein Teil des Plans. Aber man muss auch improvisieren können. Da gibt es immer noch was zum Angucken. Da können wir nicht so schnell wieder runterrasen. Das steht nicht auf der Liste. Und zu Recht. Für diesen Schrott werde ich in Elysium keine Verwendung mehr haben. Aha. Alles, was mir mein Vater vermacht hat, ist diese dumme Holzkiste. Und dann hat er Deponia verlassen. Der Vater. Das ist die Kiste, die mir mein Vater vermacht hat, bevor er mich im Stich ließ. Ich will sie nicht öffnen. Ich will keine weiteren Enttäuschungen erleben. Nach Elysium geht's also. Das Öl ist so ranzig, das kann ich mir höchstens noch in die Haare schmieren. Das ja, so sehen die aus. Dose. So sehen die aus, den Haare. Als du dir das Öl in die Haare schmierst. Und zu Recht. Für diesen Schrott werde ich in Elysium keine Verwendung mehr haben. Elysium. Das könnte nützlich werden. Dann nehmen wir's mit. Was nützlich ist, das nehmen wir mit. Ja. Auch wenn es nicht auf der Liste steht. Jetzt können wir runter. Eine Hausapotheke.
Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Verdammt! Mit dem richtigen Werkzeug wäre das ein Klacks gewesen. Okay. Verschlossen. Den Schlüssel muss wohl Toni haben. Ja. Die Hausapotheke hat mir schon oft das Leben gerettet. Aber seit ich neulich versucht habe, einen schrapnellbetriebenen Düsenantrieb zu bauen, sind die Pflaster alle. Jetzt ist da nur noch Tonis Beruhigungsmittel drin. Hausvorstand erst angucken, dann berühren, dann X. Das ist Tonis Zimmer, die Höhle des Löwen. Ja. Oder besser, die Natterngrube. Verstehe. Toni braucht kein weiteres Abschiedsgeschenk. Ich habe ihr schon meine Skorpionfarm vermacht, wobei ich den Rahmen behalten habe. Also das können wir jetzt nicht einsetzen, das Zeugs. In Tonis Zimmer. Okay. Ein Fallbeil. Was ist das? Ein Fallbeil, damit ich nicht in ihr Zimmer gehe? Mann, die Frau ist gestört. Drastisch. Ich frage mich ernsthaft, warum ich jemals mit ihr zusammen war. Weil du auch gestört bist. Vielleicht. Wieder eine Memo von Toni. Mal sehen, was sie diesmal hat. Bleib gefälligst aus meinem Zimmer raus. Da hast du nichts mehr drin verloren. Was bildet Toni sich ein? Als hätte ich nichts anderes zu tun, als in ihren Sachen rumzuwühlen. Hast du auch nicht. Aber gut. Nein, ich habe noch nicht zu Ende gepackt. Ja, okay, sehe ich ein. Noch nicht gehen. Ich noch ein bisschen... Weiter gucken. Ach, hier sind wir wieder eine Etage zu weit unten. Hier erstmal ins Bad. Postmenstruale Memo. Aha. Mach endlich das Bad sauber. Tja. Das ist ein Hinweis. Toilettentür. Auf. Zu. Auf. Am besten hänge ich die Zettel hier hin, wo ich sie immer gut sehen kann. Nicht. Nein, dann mach das doch. Spindtür. Aha. Das Waschmittel. Komisch, dass sie gar nichts zu meiner Wäsche sagt. Entweder habe ich einen Zettel übersehen oder die Gute wird nachlässig. Da unten haben wir auch noch was. Eine Gartenschere. Das habe ich doch gerade erst da rausgeholt. Ja. Ich hab mich verklickt. Die Zahnbürste. Die hat auch schon mal bessere Zeiten erlebt. Ja, das glaube ich dir. Boah, was boah, Dreckwasser. Eine Plörre. Wie wär's denn mit der Rohrzange? So ein Seitenschneider ist doch eigentlich ein ziemlich nutzloses Gerät. Seitenschneider. Sorry. Oh, da wird die Zahnbürste ist weggelaufen. Ich sollte mir wohl angewöhnen, sie irgendwo aufzubewahren, wo nicht so viele Mikroorganismen wachsen. Tja, da hat der Rufus sich wohl lange nicht mehr die Zähne geputzt. Wie es aussieht. Put, 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 komm zu Papa. Die läuft schon weg, so lange hat der sich nicht mehr geputzt. Ich brauche wohl einen besseren Plan, um so sie lange sind da Sachen drauf, Keime, die von selbst schon laufen. Zickige Memo. Du hast schon wieder mein ganzes Essen verputzt. Stattdessen finde ich ständig irgendwelchen Müll von dir im Kühlschrank. Was ist eigentlich mit dir kaputt? So einiges. Ich verstehe die Frage nicht. Ein Topf. Nein, kein Eintopf. Ein Topf. Getrennt. Ein Topf. Die Gelbe. Die Mrs. Gelbe. Gelbe Socken. Okay, nehmen wir mit. Socken im Kühlschrank. Ich mag meine Socken zwar kalt, aber dafür ist jetzt keine Zeit mehr. Tja, wollte ich auch gerade sagen. Da wird es dir ganz schön kalt um die Füße. Wenn du Socken im Kühlschrank versteckst. Die Gabel, die kann man doch bestimmt auch gebrauchen. Wenn Toni nicht so viel Zeit mit Meckern verschwenden würde, könnte sie mehr Geld für Essen ranschaffen. Ja, das ist diese Frau. Endlich den Abwasch. Der macht sich nicht von alleine.
lasse es mal drauf ankommen. Ja, vielleicht sitzt er auch irgendwann Bazillen an wie die Zahnbürste da oben. Ich schau mal nach, ob ich was Nützliches in den Taschen finde. Oh, hey, rumwühlen in da den war Klamotten tatsächlich der Freundin. Was drin. Eine Socke. Cool. Socken kann man aber gebrauchen. Mehr ist wohl nicht zu holen. Reicht ja auch. Schade. Nein, ich habe noch nicht zu Ende gepackt. Ah, vor Tonis Hütte können wir also noch nicht. Haben wir hier noch was. Vollgekrümmeltes Sofa. Hm, da sind scheinbar noch ein paar Vasen so muss das sein. In den Ritzen. Aber ohne Behälter sammle ich die jetzt nicht auf. Nüsse in den Ritzen. Puh, lang nicht gesäubert. Da sind scheinbar noch ein paar Wasabi-Nüsse in den Ritzen. Aber ohne Behälter sammle ich die jetzt nicht auf. Hatten wir schon. Gute alte Couch. Schade, dass im Fluchtapparat kein Platz mehr dafür ist. Hier kamen mir immer die besten Einfälle. Außerdem findet man immer ein paar Essensreste in den Ritzen. Jo, so eine Couch ist schon praktisch. Ne, Herdplatte. Kalt. Tja. Tür auf, Tür zu. Tür auf, Tür zu. Da ist wohl nicht viel drin. Ob ich hier die zweite Socke finde? Wahrscheinlich eher nicht. Hier gibt's doch wieder ein Memo. Ein nerviges Memo. Du sollst nicht auf der Couch essen. Ach, Spielverderber. Finde ich Essensreste in den Ritzen. Na und? Ist doch gut. Hat man immer noch was für später. Ja, haben wir alles dabei. Oh nein, hier ist noch eine Kammer. Keine Chance. Die Klinke fehlt und ich bekomme die Finger nicht in die Ritzen. Tja. Die Kammer geht nicht mehr auf, seit die Klinke fort ist. Toni war sauer, aber ich brauchte das Ding für die Luke meines Ort-zu-Ort-Transporters. Der Apparat war schon instabil genug, ohne dass da Fliegen reinspazieren konnten. Ist aber auch blöd. Am besten hänge ich die Zettel hier hin, wo ich sie immer gut sehen kann. Nicht... Vielleicht hängen wir sie einfach in den Kühlschrank. Wenn Toni nicht so viel Zeit mit Meckern verschwenden würde, könnte sie mehr Geld für Essen ranschaffen. Wo schaffen wir jetzt die Zettelchen hin? Können wir die Zahnbürste jetzt noch fangen? Nein, die Ecke war mal ein gutes Versteck. Aber mittlerweile schaut Toni da als erstes nach. Das können wir jetzt dort nicht verstecken. Mist, ich brauche wohl einen besseren Plan, um sie einzufangen. Die Zahnbürste kriegen wir also nicht so schnell hin. Kratz, kratz. Gesicht kratz. Nein, ich habe noch nicht zu Ende gepackt. Ja, ein Dreck liegt oben. Da müssen wir hin. Haben wir denn alles... Nein, offen lassen. Es fehlt nur noch etwas Proviant, der Seitenschneider, warum auch immer, die Zahnbürste, ein paar Socken und das war's. Den Seitenschneider haben wir doch schon. Nein, danke. Das Letzte, was ich in Elysium brauche, ist eine Erinnerung an Toni. Ja, die steckst du mal lieber nicht rein. Es fehlt nur noch etwas Proviant, der Seitenschneider, ja, hatten wir doch schon. Wissen wir doch. Zahnbürste, ein paar Socken und das war's. Können wir die da reinpacken? Ich könnte die Zettel einfach unleserlich machen. Aber wozu? Ich lese sie ja eh nicht. So, Inventar. Inventar. Ist das das Inventar? So ein Seitenschneider ist doch eigentlich ein ziemlich nutzloses Gerät. Warum wollte ich den bloß mitnehmen? Pack ihn doch mal rein. Seitenschneider, warum auch immer, check. Ja, Socken haben wir auch ein paar damit dabei. Für diesen Schrott werde ich in Elysium keine Verwendung mehr haben. Ich sollte mich beim Packen lieber an die Liste halten. Jo. Ein paar Socken. Nein, damit. Ich habe noch nicht zu Ende gepackt. Ja, komm. Socken in den Koffer. Ich sollte erst das passende Gegenstück zu dieser Socke finden. Ach komm. Ich will ja nicht wie ein Idiot rumlaufen, wenn ich nach Elysium komme. Ja, das wird überschätzt. Zahnbürste haben wir noch nicht. Vielleicht dieses Nein, paar Socken. Ich habe noch nicht zu Ende gepackt. Ich
sollte erst das passende Gegenstück zu dieser Sonne. Oder du tust sie doch einzeln ein und trägst ein paar verschiedene. Ist doch nicht so schlimm. Müsste man kombinieren können. Ja. Sehen wir das Menü. Das sind immerhin schon mal zwei Socken. Ja. Aber ich brauche ein paar. Ich will ja nicht wie ein Idiot rumlaufen, wenn ich nach Elysium komme. Sind halt bunte Socken. Das sind immerhin schon mal zwei Socken. Aber ich brauche ein paar. Ich will ja nicht wie ein Idiot rumlaufen, wenn ich nach Elysium komme. So, Topf kombinieren mit... Nein, das Zeug schmeckt nicht. Been there, done that. Topf kombinieren mit... Ich bin zwar kein Experte, aber ich glaube, das ist tatsächlich Kochwäsche. Schade nur, dass der Topf nicht kocht. Tja. Ich sehe gar nicht ein, warum ich den Abwasch machen soll. Toni hat darin viel mehr Übung. Das ist richtig. Wenn Toni nicht so viel Zeit mit Meckern verschwenden würde, könnte sie mehr Geld für Essen ranschaffen. So, aber vielleicht gibt das Handschmeißgerät. Gibt es denn gar nichts mehr zu essen? Typisch. Toni arbeitet den ganzen Tag und ich muss hungern. Ach, der Arme. Ich bin zwar kein Experte, aber ich glaube, das ist tatsächlich Kochwäsche. Schade nur, dass der Topf nicht kocht. Und die Liste? Das steht nicht auf der Liste. Und zu Recht. Für diesen Schrott werde ich in Elysium keine Verwendung mehr haben. Hatten wir auch schon. Die Socke und die Liste. Eine Socke habe ich schon mal. Aber ich brauche ein paar. Ich will ja nicht wie ein Idiot rumlaufen, wenn ich nach Elysium komme. Ja, hatten wir auch schon. Die Gabel und die Socke. Gibt es denn in diesem Haus gar nichts mehr zu essen? Typisch. Toni arbeitet den ganzen Tag und ich muss hungern. Na gut, dann müssen wir wohl noch auf Sockensuche gehen. Vielleicht können wir was durchs Fernrohr sehen. Es läuft doch immer nur Müll im Fernsehen. Tja, und keine Socken. Socken. Haben sich hier irgendwo noch Socken versteckt? Fluchtpläne. Das war eigentlich kein Teil des Plans. Aber man muss auch improvisieren können. In der Truhe vielleicht. Das ist die Kiste, die mir mein Vater vermacht hat, bevor er mich im Stich ließ. Ich will sie nicht öffnen. Ich will keine weiteren Enttäuschungen erleben. Keine alten Socken in der Kiste. Okay, das kurz mal das Spiel abgestürzt. Das Inventar ist leer. Na super. Schlafen kann ich immer noch, wenn ich tot bin. Oder wenn ich es überlebe und mit gebrochenen Beinen ans Bett gefesselt bin. Na gut, dann würde ich mal sagen. Nanu, da lag ja eine Socke drunter. Das erklärt, warum ich in letzter Zeit immer nur Käse geträumt habe. Beende ich diesen Part einfach an dieser Stelle oder so? Ja, muss jetzt hier einfach nochmal von vorne anfangen. Das wird den Ausblick auf... So ein Mist aber auch. Ah, da ist ja meine Liste. Da hat das Spiel abgestürzt. Und ich habe scheinbar fast alles, was ich brauche. Ja. Es fehlt nur noch etwas Proviant, die Zahnbürste, ein paar Socken und ein Seitenschneider. Ein Seitenschneider? Was zum... Naja, irgendetwas werde ich mir dabei schon gedacht haben. Wir hatten ja schon fast alles. Fehlt ja nur noch ein paar Socken, ein bisschen Proviant und ja, noch was. Das steht nicht auf der Liste. Und zu Recht. Für diesen Ja, haben wir schon. Oh, können wir mitnehmen. Sehr gut. Das hatte ich als erstes nicht gesehen. Das ist die Kiste, wird man nicht mitnehmen. Ich will. Ja, ist klar. Können wir das vielleicht schon mal reinpacken? Für diesen Schrott werde ich in Elysium keine... Okay. Vielleicht können wir... die Altöldose schon mal reinstecken. Für diesen Schrott werde ich... Ich sollte nicht... Ah, okay, das dient nicht als Proviant. Ist klar. Wo finden wir... War da oben gerade noch was? Wo finden wir eine nächste Socke? Nein, da geht's nur zum Wohnbereich. Socken finden. Wenn jemand eine Socke sieht, sagt er Bescheid. Das Öl ist
so ranzig, das kann ich mir höchstens noch in die Haare schmieren. Das Beste daran ist die... Ja, kennen wir auch schon. Den Seitenschneider. Das ist so ranzig, das kann ich das Beste... Da oben gibt's Waschmittel. Das hatten wir, glaube ich, auch noch nicht. Spinnt die Tür wieder schließen. Jau. Na dann. Ich glaube, ich beende diesen Part an dieser Stelle. Und schauen wir mal im nächsten Part weiter. Ob wir hier was finden. Den Schlüssel muss wohl Toni haben. Ja. Alles klar. Es fehlt nur noch etwas Proviant. Ja, die Zahnbürste, ein paar Socken und das war's. Ja, ja. Auf jeden Fall können wir den Seitenschneider doch schon mal reinlegen, oder? Ja. Seitenschneider, warum auch immer. Fehlt nur noch der andere Rest. Dann sind wir so weit, wie wir bisher schon waren. Alles klar. Waschmittel. Ah, da können wir bestimmt den Rest, können wir bestimmt den Abwasch mitmachen. Da haben wir doch schon die Utensilien dafür. Alles klar, man sieht sich im nächsten Part. Bis dahin. Ciao, ciao.